die Reifen, die ermatten, sind nicht mehr als ein Schatten ihrer selbst. Die Kette, die ich fette, klebt wie eine Klette auf der Kassette, die langsam zerfällt. Im Internet bieten finstere Gesellen ihre Schnellquellen zum Verkauf. Ich surf im Netz und finde jetzt ein Fahrrad, das ich auch gleich kauf. 2, 3, 4. Als sie mich baten, meine Daten zu verraten, dachte ich mir nichts dabei. Ich gab Namen, Vornamen, wo die Ahnen herkamen, alles ein in die Datei. Wenn das Raster passt, bin ich fast erfasst, hab ich noch kurz gedacht. Beim letzten Tastendruck hab ich leicht gezuckt, doch dann an mein neues Rad gedacht. 2, 3, 4. Alle Fakten, die früher in verpackten Akten lagen, praktisch jede Kleinigkeit, sind jetzt vernetzt, neu zusammengesetzt, jederzeit einsatzbereit. Mein Profil sagt viel, verrät mein Stil und was ich noch so will. Wen ich wähl, auf wen ich zähl und bei wem ich was bestell. 2, 3, 4. Eine Zahl, der Mann ganz radikal, die Seele heimlich stahl. 2, 3.